Hey Leute, ja, ich wünsche euch einen schönen 4. Advent und ja, heute ist ja der 16.12. und das heißt, es wird mal wieder ein Türchen geöffnet. Das heutige Video wird nicht so schnell, Entschuldigung, das war gestern einfach zu stressig. Dann ist mir auch gefallen, dass ich doch noch ein bisschen Zeit hatte, aber gut. Egal, ja, die 16 ist hier. Das Licht ist voll gut. Okay. Und das ist Ferb. Also, das ist da. So, ja. Ja, und dann. Also gestern war eigentlich noch ganz schön und so, als wir essen waren. Und, ja. Heute mache ich auch nichts Besonderes, heute kommen nur noch Verwandte zu uns und dann kriegen wir noch ein bisschen Besuch und so. Ansonsten wird mein Sonntag auch wieder ein bisschen ruhiger. Sagt mir doch mal wieder, was ihr so sonntags macht. Seid ihr auch lieber zu Hause oder wollt ihr nochmal sonntags richtig die Sau rauslassen? Was ich eigentlich glaube, weil die meisten sind sonntags eigentlich ganz gechillt oder die meisten machen sogar sonntags Hausaufgaben, was ich mache, wenn ich zur Schule gehe. Dann mache ich meine Hausaufgaben immer sonntags. Dabei ist mir mal aufgefallen, wenn man sie freitags nach der Schule macht, ist das viel besser, als wenn man sie sonntags macht, weil wirklich, dann hat man immer noch mehr vom Wochenende. Ich habe mir immer gesagt, ja, ich will gleich mein Wochenende genießen und so. Aber sag ich mal so, Freitag ist es ja nicht so schlimm, wenn du da noch Hausaufgaben machst nach der Schule. Aber du hattest ja an dem Tag noch nach Schule und so. Aber ich habe es dann trotzdem irgendwann gemacht, dass ich dann einfach sonntags dann alles gemacht habe. Naja, wie auch immer. Ich habe ja jetzt Praktikum und da muss ich halt keine Hausaufgaben machen. Und ich muss sagen, durch das Praktikum ist alles viel ruhiger, weil ich keine Hausaufgaben machen muss. Ich muss mich nicht um irgendwas kümmern. Also das heißt, irgendwie Klassenarbeiten schreiben, Tests, ich muss dafür lernen oder so, muss ich alles gar nicht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, wollt ihr, dass ich mal ein Video mache, wo ich mehr über mich erzähle? Also so eine Art Steckbrief, dass ich so eine Art Steckbrief von mir mache. Das heißt, wo ich dann halt, weiß nicht, meinen Namen verrate ich weiß nicht, ich glaube, ich verrate nur meinen ersten Namen, also mein Vornamen, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob ich meinen Nachnamen verraten sollte. Ich weiß nicht, ob das so günstig wäre. Mir ist es egal, also dann auf jeden Fall will ich, also so, was man halt immer, Lieblingsessen, Vorbild, halt was alles so zu einem Steckbrief dazu gehört. Ja, dann schreibt mir das auch in die Kommentare, wenn ihr sowas wollt und ja. Ach und ich weiß nicht, ob euch das mein, guckt vielleicht nicht so oft in die Infobox, weil ich nicht viel mache in die Infobox. Ja, ich habe ja auch eine eigene Seite, also so, aber auf der mache ich nicht mehr viel, das ist voll schlimm irgendwie. Wollte auf der immer so viel machen, aber irgendwie kam ich nie dazu. Ja, keine Ahnung, oder halt, dass ich, aber ihr könnt ja trotzdem euch die Seite mal angucken oder so. Ich schreibe jetzt nämlich immer alles in die Infobox, also ich habe überlegt, ob ich mir bei Facebook so ein Like-Channel mache, also so ein Like-Dingsy, ne? Ihr wisst, was ich meine, wo man dann Gefällt mir drücken kann. Ah, das Problem ist, es will nicht so, wie ich will. Ich wollte wirklich so, wie ich bei YouTube heiße, Natasha Virginia. Aber der macht immer nicht das, ich mache den Anfangsbuchstaben N groß und dann das V groß. Aber das wird ja zusammengeschrieben. Aber das Problem ist, das macht er nicht. Wenn jemand weiß, was man da machen kann, ist er auch nicht, wenn das mal in die Infobox schreiben kann. Infobox, Books, warum sage ich mal Books? Wie auch immer. Ja, weil ich kriege das irgendwie nicht hin. Und ja, ich will dann nämlich Natasha Virginia schreiben und dann in Klammern Betty. Also, dass jemand das versteht und so. Ah, ich verstehe nicht, warum das bei mir nicht funktioniert, weil bei Beauty Peachy zum Beispiel, da steht ja auch, das B ist groß, dann Beauty und dann das P ist groß und dann Itchy, also Peachy, dann das P ist wieder groß und das ist ja auch alles zusammengeschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Hair Tutorial genauso ist, aber ich weiß nicht, bei mir geht es nicht, dann steht da immer, dass es nicht geht, dass es ungültig ist und dann muss ich alles kleinschreiben und ich weiß nicht, ob ich das alles kleinschreiben will. Und da könnt ihr mir ja auch sagen, ob ich das auf klein schreiben sollte. Ich glaube, ich kann nicht mal meinen Namen da in Klammern schreiben. Ach, wenn ihr irgendwas darüber wisst oder was ich machen sollte oder so, schreibt mir das in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Und ihr müsst diesmal so viel in die Kommentare schreiben. Tut mir leid, das ist irgendwie gerade... Ich habe so viele Fragen an euch und es ist einfach... Und
Ja. Ich will mich auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken. An alle Abonnenten und so, dass ihr mich so, dass ihr mich überhaupt abonniert habt, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr sie liked, dass ihr Kommentare drunter schreibt, und dafür bin ich euch einfach dankbar, weil ich hätte niemals gedacht, klar, ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass ich, weiß ich nicht, das alles schaffe, so wie Beauty Peach und so, aber ich glaube, das kommt, müsste ja alles nach und nach kommen, hoffe ich zumindest. Ja. Und mir reicht auch schon ein Kommentar unter ein Video und dann bin ich eigentlich schon glücklich. Oder wenn ich sehe, der und der hat mich abonniert und so, dann denke ich auch immer so, oh, danke schön und so. Dann fühle ich mich immer irgendwie voll geehrt und so. Und ich weiß nicht, also dafür wollte ich euch danken, dass ihr mich abonniert, dass ihr meine Videos liked, dass ihr sie kommentiert. Und ja, also ich versuche mir auch Mühe zu geben, dass meine Videos nicht zu langweilig werden, auch wenn mir oft nichts mehr einfällt und so, aber... Tut mir leid. Aber sag ich mal, ich mache ja noch nicht so lange Videos. Es ist ja noch nicht mal ein Jahr. Das ist, glaube ich, noch nicht mal ein halbes Jahr. Ich weiß es nicht. Und ja. Ich habe früher mal Videos gemacht, aber die waren scheiße. Ja, gut. Dann will ich euch mal nicht weiter so aufhalten oder so. Und tut mir leid, dass ich ungeschminkt bin. Aber ich bin sonntags eigentlich immer ungeschminkt. Das ist selten, dass ich mich sonntags schminke. Ja, wie auch immer, dann will ich mal nicht nerven, und wie gesagt, in der Infobox, ich kann nicht mehr sprechen, in der Infobox steht nochmal alles, was Instagram angeht und sowas halt alles, ne? Gut, das steht jetzt, glaube ich, auch in jeder Infobox. Ich habe das jetzt, glaube ich, in jeder Infobox reingemacht. Ja, habe ich. Gut, alles klar. Dann sag ich mal, ciao und bis morgen.